Am Samstag holten Stefan Kraft und das ÖSV-Team 2 Siege im Einzelskiflugwettkampf in Planica und anschließend im Teamwettkampf. Der Salzburger feierte mit einem 239,5-m-Flug seinen 30. Kraft gewann mit 240,5 Punkten, 5,8 Punkte vor dem Slowenen Ance Lanisek und 7,2 Punkten vor dem Polen Piotr Züller. Er ist Zweiter im Gesamtweltcup und Österreich kann den Nationenpreis theoretisch nicht mehr verlieren. Kraft, ich war brutal nervös, so cool. Ich war brutal nervös, da ist so eine Stimmung hier. Es war wieder etwas zu spät, aber es klappt besser, wie man sieht. Aber das war jetzt definitiv der beste Sprung, sagte Kraft im ORF-TV-Interview. Besonders freute es ihn, dass sein Flug mit 3 Bestnoten von 20,0 belohnt wurde. Es war ein sehr schönes Telemark auf fast 240 m, cool, dass das anerkannt wird. 10 Punkte sind ein Hauch von nichts und das wird morgen sicher sehr spannend. Zweitbester Österreicher im Bewerb, wie nach der Verschiebung geplant nur in einer Runde absolviert wurde, war Jan Höhl mit 236 m Fünfter wurde. Die Distanz ist die beste, die er je im Lauf gefahren ist. Es macht viel Spaß, persönliche Bestleistung ist unglaublich. Dass er erneut Fünfter wurde, störte ihn nicht. Jetzt bin ich zum 6. Mal Fünfter geworden, das ist mein Stammplatz, sagte er lachend. Natürlich will ich weiter nach oben, aber ich bin super happy. Knapper Sieg vor Slowenien, direkt im Anschluss fand der Mannschaftswettbewerb statt. Und auch danach war Rot-Weiß-Rot ganz oben. Daniel Tschofenich, Michael Heiböck, Höhl und Schlussspringer Kraft gewannen mit 1688,7 Punkten nur 6,1 Punkte vor Gastgeber Slowenien und 33,5 vor Norwegen. Dieses Trio kämpfte vom 1. bis zum 8. Sprung um die Podestplätze. Nach dem vorletzten Springer lag Österreich nur noch um Haaresbreite hinter den Slowenen, dann entschied sich ÖSV-Chefcoach Andreas Witholze, den Sprung freiwillig um eine Luke zu verkürzen und dieser Coup funktionierte dank der zusätzlichen Tourpunkte. Kraft segelte erneut auf 235,5 m in Runde 1 und besiegelte den weiteren Sieg der Österreicher. Fast ähnliche Emotionen wie letztes Jahr, als es um den großen Ball im Nationenpreis ging, sagte Doppelsieger Kraft im ORF. Wir haben uns sehr gefreut, wir konnten kaum glauben, dass wir die Slowenen im Skifliegen zu Hause geschlagen haben. Es war auch der erste Sieg eines österreichischen Skiflugteams seit 11 Jahren. Mein allererster Skiflugsieg als Team, cool, erklärte Kraft. Witholze sollte rund zahlen, eine Verkürzung durch den Cheftrainer gefällt den Weitstreckenjägern manchmal nicht. Ich habe gestern.